Ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von WWRT hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und genau an dieser Stelle dürft ihr gerne mein Video ein kleines Abo, ein Like da lassen, kein Abo da lassen. Ich habe es wahrscheinlich wieder ein klein wenig übertrieben. Scheißegal, wir machen weiter. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben, dass wir mit den Holzplanken, die wir da hatten, die Schlucht jetzt nun überwinden konnten. Jetzt konnten wir es, seht ihr. Und unsere gute Freundin ist vor uns entflohen. Nach Westen. Aber vorher... Schade. Habe ich gedacht, dass wir hier ein bisschen... Ah, Grego. Wir brauchen also auf jeden Fall noch den zweiten Schlüssel. Nee, bevor ich nach oben gehe, möchte ich erstmal aber gerne... Aha. Aha, da kommen wir rein. Tut mir leid, das war mein Handy gewesen. Ich schalte das schnell aus. So, jetzt sind alle zufrieden. Es macht immer noch Geräusche, aber interessiert uns jetzt erstmal nicht. Trophäen und Medaillen schmücken das Innere dieses Schrankes. Ah, guck mal hier zu Figuren. Auf dem Brett stehen vergoldete Figuren mit nautischen Motiven. Sie sind aber fixiert, ich kann sie nicht bewegen. Okay, Moment. Sie können nach unten gedrückt werden. Nach unten. Jetzt müssen wir die in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Ich drücke einfach mal alle nach unten. Mal gucken, was passiert. And now? Wir müssen die auf jeden Fall in der richtigen Reihenfolge irgendwie runterdrücken. Die Frage ist natürlich nur, in was für einer Reihenfolge? Diese Skulptur mit den Flammen, die bringt mich, glaube ich, nicht weiter. Nichts Nützliches aus Dekoration. Eine Bronzeskulptur einer Frau mit erhobener Faust. Es sieht so aus, als wäre da etwas in der Faust. Ich kann aber nicht sagen, was es ist oder wie ich es herausbekommen soll. Ein Rätsel nach dem anderen, meine Freunde. Ein abgefragter Billardtisch. Die Insekten haben die Oberfläche zerfressen. Ein Jammer. Ich mag Billard. Ich auch. Ich finde es noch ganz cool. Ja, welche muss man denn zuerst? Eins. Zwei. Die muss man 100% in der richtigen Reihenfolge aktivieren, aber ich weiß nicht wie. Vielleicht wirklich eins nach dem anderen. Oha. Hört sich an, als wäre irgendetwas runtergefallen. Wo? Wo denn? Es sieht nicht so aus, als könnte man sonst was mit dem Brett und Figuren machen. Wo ist was runtergefallen? Ich sehe nichts. Aha. Oh, wir haben den Grego-Schlüssel gefunden. Nice. Einfach nur durch Zufall wieder. What the fuck? Also. Verschlossen. Wir wissen's. Aber. Wir haben einen weiteren Schlüssel. Ups. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Hier gibt es ja 100% auch irgendwas zu tun. Guck mal, ein kleines Puppentheater. Hm. Eine Bühne für Puppenspiel. Die Puppen sind am Hals aufgehängt. Ich kann aber an ihnen ziehen mit B. Nö, kann ich nicht. Aha, mit X ziehe ich dran. Okay, sehr geehrter Herr Neville, die venezianischen Siegel, die Sie für Ihren neuen Tanzsaal erbeten und bestellt haben, sind fertig.
Wir warten auf Angaben darüber, wann und wohin sie geliefert werden möchten. Bitte kontaktieren Sie uns so bald wie möglich. Hochachtungsvoll. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Das scheint ja wieder ein Rätsel zu sein. Überall Nehutensilien, aber nichts, was ich brauchen kann. Oh, tut mir leid. Nehutensilien. Nehutensilien meine ich natürlich. Ey, manchmal, ohne Scheiß. Okay. Nehutensilien. Ist auch nichts dabei? Nähmaschine. Okay. Es war aber irgendwo oben auch noch ein Raum von... Vielleicht kommen wir dann hier, da hoch. Das kann natürlich gut sein. Waren wir hier schon drin? Ja, da haben wir ja das Dings her. Nee, da waren wir auch nicht drin. Oh, da ist sicher jetzt unsere Freundin. Ach nee, tatsächlich nicht. Ersatzteile für Puppen. Nach dem, was hier drin ist, muss dieser Ort wohl so eine Art Puppenwerkstatt sein. Ich frage mich, was in dieser kleinen Kiste drin ist. Sie ist verschlossen und hat ein winziges Schlüsselloch. Woher kriegt man diese Schlüssel? Alles ist, ja. Alles ist nutzlos hier drin. Okay. Ersatzteile für Puppen. Dann gehen wir mal nach oben. Beziehungsweise ich gucke erstmal, ob ich hier eine die Plattenrüstung eines Soldats aus einer vergangenen Epoche. Da waren wir drin, von da haben wir den Schlüssel. Eine sakrale Skulptur aus Stein. Ihr Gesicht ist ausdruckslos, die Augen tot. Aber die hat sich vorhin noch bewegt. Egal, wir gehen nach oben. Muss von der anderen Seite verschlossen sein. Verschlossen. Neben dem Schlüsselloch erscheint eine Gravur mit den Worten Libicio. Vielleicht. Vielleicht spricht man das aus. Italienisch. Was haben wir hier? Ich nehme an, dass diese Objekte bestätigen, dass die Besitzer dieses Hauses einst Mitglieder der gehobenen Gesellschaft waren. Was denn? Das sind doch eher so komische Sachen. Noch mehr wertvoller Schrott. Wertloser Schrott. Ein Buch! Ah nee. Ich spüre sie. Sie ist mir nah. Ich wünsche mir verzweifelt, dass sie zu meiner Seite zurückkehrt, aber nicht so. Ich gehe durch die Flure und hinunter und hinter meinem Rücken wird die Welt lebendig. Anscheinend aber, wenn ich mich umdrehe, meine Vorstellung, sie ist klar. Träumt sie solche Dinge? Nein, es ist keine Illusion. Es kann nicht sein, aber ich habe ihren Atem und ihre Hände bemerkt. Sie sind mir nah, sie sind um mich. Okay, es ist anscheinend echt hier so eine Art Geisterhaus oder so und die Besitzer hier haben da das Ganze probiert ein bisschen niederzuschreiben. Eine schwere verrostete Rüstung. Ich bin froh, dass ich in einer weniger gewalttätigen Zeit geboren wurde und nie eine tragen musste. Verschlossen. Wir können aber noch höher. Okay. Hallo? Verschlossen. Den Schlüssel haben wir. Ich gehe gleich zu der hin, keine Angst. Verlies? Wie bist du hierher gekommen? Das war deine Lieblingsmelodie damals, als unsere Flamme der Liebe noch gebrannt hat. Verlies, du spielst kein Klavier, wie...
Du warst immer besessen von dem, was andere über mich gesagt haben. Nein, nicht nur, was andere gesagt haben, du hast mich manchmal wirklich gehasst. Warum sonst würdest du mir das antun? Wie sonst könntest du... Hör auf, Felice! Das ergibt alles keinen Sinn! Du hast mich wirklich... Es gibt kein Zurück mehr. Ich verstehe nicht, was los ist, aber ich verspreche dir, dass ich dir helfen werde, Felice. Du musst dich noch etwas gedulden, ich brauche mehr Zeit. Das ergibt alles keinen Sinn. Okay, da liegt auf jeden Fall was noch neben ihr. Eine Kneifzange. Instrumente. Großartig. Aus so kurzer Distanz sehe ich eine Harfe zum ersten Mal, unwerfend. Oh! Wir haben ja schon wieder so eine... Oh, Leute. Nee. Ah, vergiss es. Ich muss zurück in den Raum. Machen wir alles noch? Verschlossen. Ah, okay. Dann können wir damit wahrscheinlich die Tür öffnen. Ich will mal draußen noch mit... Ist sie noch da? Die Puppe sitzt einfach da, als ob sie auf etwas warten würde. Beunruhigend. Okay. Nicht gut. Die ist wieder sauer. Nein. Scheinbar von einer Seite verschlossen. Wir müssen wieder hoch. Oh, hier sind so viele Räume. Ah, ich weiß, wo wir sind. Nice, okay. Los. Rechts, Mitte. Okay, easy eigentlich. Rechts, Mitte. Genau, und dann eigentlich nur noch... Ja, nee, ist okay, hab's verstanden. Ich hoffe, die... Ja, passt. Wo ist denn die? Oh, ich hoffe, die ist runtergegangen. Okay, hier ist sie nicht. Dann ergibt das jetzt auch endlich Sinn. Rechts, Mitte. Oh nein, ich hab's verkehrt rumgemacht. Verdammt, nochmal. Hä? Das war jetzt aber genauso, wie es da drüben war. So. Und dann? Nichts geschieht. Hä? Hab ich jetzt... Aha, wartet mal. Am Anfang hat die... Nee, warte, das ist schon richtig. Ich habe es zu schnell wahrscheinlich gemacht. Wieso hat die denn jetzt eben gerade die ganze Zeit gebrannt? Eben hat die recht lang gebrannt, die rechte Hand. Komisch. Nochmal. Hier. Was bedeutet das? Ah, wir müssen... Nee, das ist doch ein anderes Rätsel. Nee, jetzt ist vorbei. Wir müssen die in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Ah. Nein, ich glaube, wir haben auch nur... Nur begrenzt Versuch. Jetzt funktioniert es wieder nicht mehr. Okay, das dauert anscheinend ein klein wenig. Ich setze hier einen kleinen Cut. Und wenn ich es geschafft habe, seht ihr es.
Scheiße. Okay, so wie es aussieht, haben wir auch jedes Mal nur zwei Versuche oder nur einen Versuch, wenn wir das verkacken. Und dann müssen wir jedes Mal wieder hier vorgehen. Und es gibt nämlich mehrere Muster. Oben links. Unten links. Oben rechts. Okay. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Okay. Oh, jetzt schnell, 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 bevor ich es vergessen habe. Oh, ich weiß es, glaube ich, nicht mehr. Scheiße. Was jetzt oben rechts? Okay. Jetzt war es, glaube ich. Genau. Jetzt ganz links. Ja? Yes! Wir haben es geschafft! Okay. Standfuß ist ein Geheimfach aufgegangen. Was haben wir da? Du hast bekommen Schachfigur Schwarzer Springer. What the fuck? Wofür brauche ich den denn? Immer der Moment, wenn man denkt, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt geht sicher die nächste Tür auf oder so. Nö, kriege ich irgendwie noch ein Puzzlestück, was ich überhaupt nicht zuordnen kann. Okay, hier sind natürlich auch einige Räume. Hier können wir natürlich auch noch gucken. Ich mag keine Haie. Ein altes Schiff in einer großen Flasche. Interessant, dieser Schreibtisch ist erstaunlich aufgeräumt. Stopp, stopp, stopp. Weg mit dir! Verstecken, verstecken, verstecken. Oh, oh, hau ab! Nein, ich wollte da lang. Och Mann. Wo sind die? Ey, jetzt ist er plötzlich hinter uns. Egal. Hier liegt noch ein Buch. Grünes Buch. Weiß bis heute nicht, was die Bücher mir bringen. Verschlossen. Ah, da ging. Okay, wir brauchen auf jeden Fall diesen Schlüssel. Wir haben ja diese Schachfigur gekriegt. Weiß aber nicht, wo wir lang müssen. Eine Schachfigur habe ich gekriegt. Verschlossen. Verschlossen. Licht aus. Und hoch wieder. Und wieder hoch. Okay. Verdammt. Okay, wir gehen mal ganz zurück. Und ich guck, ob wir, ich mit der Schachfigur hier irgendwann weiterkomme. Verschlossen von der anderen Seite. Okay. Verschlossen. Und
Und hier? Da komme ich rein. Ah, das war das Zimmer. Aber dann bringt mir die Schachfigur nichts. Wartet mal. Keine Ahnung. Ich weiß, dass draußen im Garten ja noch so ein Feld ist, wo du diese Figuren rumschieben kannst. Aber ein Schachfeld ist das ja auch nicht. Leute, ich glaube, ich tue an der Stelle den Part beenden. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder am Start. Wenn ja, würde ich mich freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bewertet das Video ruhig positiv und haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao.